Guten Tag, im heutigen Video gucken wir uns mal die zweite Battle Pass Waffe an, und zwar für die Russen gibt es das LAD oder LAT Maschinengewehr, keine Ahnung, wie das die Russen damals ausgesprochen haben. Auf jeden Fall ist das, ja, laut Spiel, also heißt es ein experimentelles, leichtes Maschinengewehr mit Kurzführung und ist wie das andere Maschinengewehr bei den Deutschen schon als Maschinenpistole eingestuft. Bloß bei den Deutschen war es halt wirklich eine Maschinenpistole und ja, ich meine, guckt euch das Ding an. Eine Maschinenpistole. Mit 150 Schuss Magazin. Eine Maschinenpistole. Und die Waffe ist nur in Berlin verfügbar für die Russen. Aber das reicht auch. Und da man jetzt die Möglichkeit hat, sich diese Battle Pass Waffen mehrmals zu kaufen, könnte man einen kompletten Assaultertrupp wahrscheinlich damit ausstatten. Und das ist dann auf jeden Fall extrem hässlich, weil, Alter, guckt euch das Ding an. Das ist halt einfach, im Endeffekt ist es ein Maschinengewehr. Zur Geschichte der Waffe findet man leider noch weniger als zu der deutschen Waffe. Zu der deutschen findet man wenigstens ein bisschen was. Bei der LAD ist das leider nicht der Fall. Da findet man leider nur ein paar Infos, dass es halt ein Prototyp war von einem leichten Maschinengewehr. Und das hatte halt, wie gesagt, eine Kurzzufuhr und einen eingebauten Bipod. Und das Ganze wurde zwischen 42 und 43 entwickelt. Und wie von der deutschen Waffe auch, gab es da nur Prototypen. Und zwar gab es genau zwei Prototypen von der Waffe, die aber nie in Dienst gestellt wurden. Und die zwei Prototypen im Gegensatz zu der deutschen Waffe sind sogar noch auffindbar. Und zwar in einem Militärmuseum in St. Petersburg. Das war es dann auch schon zu der Geschichte der Waffe. Also wie gesagt, viel findet man da leider nicht. Wobei man sagen muss, das LAD ist in anderen Spielen, also im Battlefield und Call of Duty, gab es die Waffe glaube ich auch. So wie ich es jetzt beim Googlen gesehen habe. Was ich ganz witzig fand, weil bei der deutschen Waffe ist das glaube ich nicht der Fall. Also muss die Waffe ja schon etwas bekannter sein, aber dafür ist er halt dann doch recht unbekannt. Also keine Ahnung, wo die ganzen Entwickler das auf einmal hergezogen haben, das Ding. Und wenn wir uns die Waffe jetzt in-game angucken, das ist eine 4-Sterne-Maschinenpistole. Behauptet das Spiel jedenfalls. Hat einen Damage von 6,6, damit ein bisschen weniger als das Könders MG. Das hatte 6,8. Und man merkt es auch im Damage. Man muss öfter reinschießen in die Gegner, auf jeden Fall, bis sie umfallen. Aber da man einfach ein fucking 150 Schuss Magazin hat, juckt das halt überhaupt nicht. Wir haben eine Kadenz von 690 Schuss pro Minute, das ist natürlich auch ein bisschen langsamer als das deutsche MG, was der Waffe aber natürlich ganz gut tut. Hat eine Nachladezeit von 5 Sekunden, ist jetzt bei dem Riesenmagazin aber auch nicht so das Problem. Vertikaler Rückstoß von 19, horizontaler Rückstoß von 10. Lässt sich ganz angenehm kontrollieren, die Waffe, wie ich gerade schon gesagt habe. Wir haben ein 150 Schuss Magazin, das dauert eine Weile, bis das leer ist bei der Feuerrate. Und man kann einfach komplett reinsprayen in die Gegner, das ist halt schon komplett lächerlich eigentlich. Und Feuermodus haben wir wie beim Deutschen natürlich nur Auto, aber dafür ist das Ding halt auch ausgelegt. So, was kann ich jetzt sagen zum Gameplay von der Waffe? Es spielt sich überhaupt nicht wie eine Maschinenpistole, es spielt sich 1 zu 1 wie ein MG. Ein MG mit ein bisschen weniger Rückstoß, also wie gesagt, die Waffe lässt sich ganz gut kontrollieren. Und es macht einfach nur mega Spaß damit einfach in die Gegner rein zu sprayen, weil bis die 150 Schuss mal leer sind, hat man schon so viele Gegner umgebracht. Das ist jenseits von gut und böse. Aber jetzt vom Gunplay her gefällt mir auf jeden Fall die deutsche Waffe besser. Wenn man mich fragt, welche Waffe ich besser finde, muss ich ganz klar sagen, die deutsche Waffe, also das Könners MG, finde ich auf jeden Fall nützlicher, wenn man sich unbedingt eine von den Battle Pass Waffen holen will. Weil man muss halt ganz ehrlich sagen, die Russen, die haben so viele starke Waffen. Gerade als MG, man hat halt die PPSHs, man hat die PPDs. Da sehe ich jetzt nicht so einen riesen Sinn, sich das LAD zu holen. Außer man hat vielleicht gerade erst angefangen mit den Russen in Berlin. Dann am Anfang hat man ja nur diese PPK, glaube ich, oder PPS oder halt, keine Ahnung, irgend so ein Scheißding halt. Da würde es vielleicht noch relativ viel Sinn machen, sich die Waffe rauszuholen, dass man halt eine richtig gute Assaulterwaffe hat. Und die hat man ja damit auch mit 150 Schuss. Das ist halt schon mal ein, ja, ist halt eine besser kontrollierbare PPSH mit einem doppelt so großen Magazin. So muss man das ungefähr sehen. Und wenn man noch gar nichts Besseres hat am Anfang, dann würde es sich halt schon lohnen, sich die Waffe aus dem Battle Pass rauszuholen. Aber sobald man die PPD 40 freigeschaltet hat oder sogar schon die PPSH, dann macht es eigentlich wenig Sinn, sich die Waffe noch zu holen. Es ist halt einfach eine reine Spaßwaffe. Weil es halt schon ein geiles Gefühl ist, einfach mit dem Ding komplette Räume leer zu fegen oder Gänge, und du kannst halt ewig lang reinhalten in die Gegner wegen dem 150 Schuss Magazin. Ich habe jetzt dem Kollegen, der das bei mir besitzt, habe ich noch einen großen Munitionsbeutel mitgegeben, und man kann schon extrem viel Spaß haben mit der Waffe, aber jetzt wirklich lohnen tut sie sich eigentlich nicht, wenn man schon bessere Sachen freigeschaltet hat. Wie zum Beispiel halt die PPSH 41. Und ich würde jetzt auch jedem davon abraten, sich mehrere von dieser Waffe zu holen. Weil, ja, ist halt geil, wenn du davon drei Stück oder so im Assaulter-Trupp hast. Aber früher oder später kriegst du einfach
die PBSH und dann brauchst du es einfach nicht mehr. Da würde ich die Goldtickets halt für bessere Waffen aufheben. Zum Beispiel halt das G43 Kurz. Das kann man halt jedem nur empfehlen, sich die Waffe einfach zu holen. So oft wie es geht, weil es ist einfach meiner Meinung nach die beste Waffe im Spiel. Und ja, das Fazit zum LAD ist halt ganz nett. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, wenn man ein paar Goldtickets übrig hat. Aber wirklich brauchen tut man die Waffe nicht auf russischer Seite. Weil dann sind einfach die MPs und die MGs, die die Russen haben, stark genug. Also kann ich die Waffe eigentlich wirklich nur empfehlen, wenn man gerade erst mit Berlin-Russen angefangen hat, dass man halt ein solides Sturmgewehr hat, wenn man das Ding Sturmgewehr nennen darf. Ansonsten, wenn man unbedingt eine Waffe aus dem Battle Pass haben will, würde ich dann schon den deutschen Counterpart, das Könters MG nehmen. Kann ich ja hier oben nochmal verlinken, das Video dazu. Ist in meinen Augen die wesentlich sinnvollere Waffe, weil die Deutschen haben es halt wesentlich nötiger, mal eine MP zu kriegen mit großem Magazin und einer soliden Feuerrate. Bei den Russen finde ich das leider eher weniger sinnvoll. So, das wäre es dann jetzt eigentlich auch schon zu der Waffe. Wie gesagt, historisch gibt es da nicht viel dazu zu sagen. Es ist halt ein, im Endeffekt ist es ein Maschinengewehr, was als Maschinenpistole durchgeht. Kann ja jeder für sich selber entscheiden, ob er die Waffe sich holen will oder nicht. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, wenn man gerade erst angefangen hat. Außer man hat jetzt zu viel Geld oder zu viel Goldtickets übrig, dann kann man sich das Ding halt rauslassen und ziemlich viel Spaß haben und den Gegnern hart auf den Sack gehen mit der Waffe. Aber ansonsten macht das in meinen Augen eher weniger Sinn. Dann wär's das von meiner Seite jetzt eigentlich auch schon mit dem Video und man sieht sich im nächsten. Haut danei!